Das neue Update ist erschienen und heute schauen wir uns einmal Steel Fortress an. Ja, dazu habe ich auch schon ein Safe-Team, darüber reden wir auch heute. Bedenkt bitte, es ist ein Safe-Team, es ist kein Free-to-Play-Team. Ja, es ist kein, wobei die Hälfte davon, mehr als die Hälfte davon ist Free-to-Play. Also, wir reden da jetzt drüber. Warum ist das das Team? Also erst einmal Dark Vamp Lord, Aigar oder so. Das ist hier der absolute Muss. Ja, das ist immer, wenn ihr nichts Besseres habt, was, wenn ihr nichts Besseres habt, was Buffs blockt, ist er Muss. Und er ist Free-to-Play, er ist leicht zu bekommen, ist das Leichteste für Leute. Lauren und Fran und Aigar sind die, also hier Dark Vamplord, sind die Leute, sind die Monster, die Free-to-Play-lastig sind. Das sind die Monster, die wirklich leicht zu kriegen sind, die kann man sich alle farmen, das ist kein Problem. Belenus, wie gesagt, ist austauschbar. Auf jeden Fall durch Laika. Wenn ihr einen Laika habt, ist das easy peasy. Ja, wenn ihr Belenus ist... Ja, also es funktioniert mit ihm. Ja, ihr macht halt die Waves ein bisschen schneller. Macht halt nebenbei noch die Tower beim Boss. Ja, aber normalerweise kommt es nicht mehr groß dazu, dass die Tower groß was... Also sie machen schon was, aber... Naja, die sterben nicht dadurch. Aber die sind ein bisschen... Kriegen ein bisschen mehr Hits ab, ja. So, so, die Monster, Pern habt ihr ja gerade schon gesehen, ist auf Gewalt Wille mit Attack, Crit Damage, Attack. Towers, meine Towers sind übrigens alle Max, außer die Elemental Tower. Da bin ich gerade erstmal beim Feuer dran. Ja, also bei mir ist alles Max, bis auf die Elemental Tower. Da fange ich mit Feuer an und der ist bei 4 oder so, für 5 oder so. Ja, und die anderen sind noch nicht Max. So, das ist Perna. Dann haben wir hier Belenus. Belenus, muss ich sogar sagen, ist sehr schlecht geruhnt. Hier in der Weltarena ist er bei mir ein bisschen besser geruhnt. Ist halt auch auf Speed, Crit Damage, HP. Ja, relativ tanky gebaut. Wie gesagt, Laika wäre wesentlich besser, ja. Lauren sieht bei mir so aus. Ist auf Swift broken mit Speed, HP, HP. Ja, ACC-Wert. Ich muss sagen, der ACC-Wert bei Lauren ist hier 40, ist in Ordnung. Sie trifft sehr häufig und sie trifft auch das, was sie treffen sollte. Ich hatte jetzt bis jetzt keinen Run, wo ich mit Lauren hart gestruggelt habe. Bei Aigar muss ich sogar tatsächlich sagen, die AI von ihm ist relativ für ein A. Ja, also die ist richtig dumm. Teilweise. Er ist jetzt auf Gewalt. Wobei ich muss sagen, ich glaube ein schneller, also ein Swift-Aigar würde besser passen. Weil der einfach, er ist ein Procken, tut er nicht häufig. Und wenn er prockt, ist es teilweise einfach dumm, wie er prockt. Dann ist es, das Problem ist bei ihm, dass er, wenn er prockt, oder so, ja, er benutzt den Skill, den er benutzen sollte, weswegen er hier jetzt überhaupt drin ist und weswegen er hier so gut ist, ja. Das ist das Problem, er benutzt ihn nicht, auch wenn er ready ist. Er macht teilweise trotzdem Auto-Hit oder er macht halt einfach Blutpack. Blutpack, okay, ist der letzte Skill, ne, das ist logisch, dass er den häufiger macht. Aber er benutzt den zweiten weniger als den ersten. Und das ist das Ding, weswegen ich sage, die AI von Aigar ist halt teilweise für ein Ass, ja. Und deswegen, Swift in der Hinsicht, dass er so schnell wie möglich, bevor der Gegner überhaupt drankommt, im besten Falle schon den Block macht. Ja, dass er so gesehen der schnellere oder der, einer der schnellsten wäre in deinem Team. Also in dem Falle schon der schnellste, weil er, du krieg, der macht ja den Schild, wenn der Gegner, also wenn ich ihn angreife, kriegt er ihn passiv da drauf. Sprich, also wenn er der schnellste ist und er im absoluten besten Falle dann den zweiten macht, anstatt den dritten oder so, ist es ein Free. Ja, weil da kommen keine Buffs mehr drauf von ihm und dann ist GG. Er kriegt keine Attack-Bar mehr vom Tower. Fertig. Ja, deswegen, der zweite Buff ist hier sehr wichtig. Also, ihr könnt auch andere Monster nehmen, wenn ihr andere habt. Aber ich würde jetzt kein Pang oder sowas nehmen. Ja, deswegen, Aigar ist da schon ein guter Supporter. Und einer, der auf jeden Fall sein muss, finde ich persönlich. Fran sieht bei mir so aus, das Ding ist, bei mir ist Lauren die schnellste. Wenn ich Lauren jetzt auf Vio bauen würde, sag ich mal, und dann Aigar auf Swift, dass er schneller ist, wäre es vielleicht sogar nochmal zeitlich ein bisschen besser, was ich jetzt aber nicht habe, weil bei mir läuft es jetzt gerade so, deswegen ich lasse es jetzt gerade mal so und fertig. Er ist auf Speed, HP, HP und Aigar ist, by the way, auf Speed auch, auf Speed, HP, HP. Das Ding ist nur bei Aigar, man kann ihn wahrscheinlich auch auf Damage bauen, es ist auch machbar. Ich habe ihn jetzt vorerst auf Tank gebaut, weil ich einmal gucken wollte, wie viel Schaden kriegt der, kommt der in Bedrängnis und so kommt er nicht groß in Bedrängnis.
bedrängst, das ist kein Problem. Ich weiß nicht, wie es auf Damage ist, habe ich noch nicht getestet, würde es aber wahrscheinlich auch nochmal schneller machen. Also ich kann mir vorstellen, dass er in späteren Speed-Teams wird er auf Damage gebaut und er wird auch safe mit in einem Speed-Team sein, kann ich jetzt schon sagen. Also das predikte ich jetzt schon. Ich habe es noch nicht getestet, aber wird safe der Fall sein. So, dann gehen wir jetzt in die Runs. Das Ding ist halt bei den Runs, wie gesagt schon, der Aigar macht halt teilweise sehr viel das Falsche. Er benutzt zum Beispiel den zweiten Skill einfach wesentlich häufiger, wesentlich seltener als den ersten, was ein bisschen problematisch sein kann. Ansonsten zu sagen, mit Boss-technisch oder so, da passiert in den meisten Fällen gar nichts. Also ich habe, wie gesagt, da null Probleme gehabt. Generell so absolut null Probleme gehabt. Und der Rest erklärt sich eigentlich mehr oder weniger vom selbst. Der Vorteil halt am Ende beim Boss ist halt so, dass Fran und Lauren halt die Attackbar immer wieder runtersetzen, sprich, dass er auch stunmäßig gar nicht mehr groß hinterherkommt. Ja, also der kommt da gar nicht mehr groß dran. Natürlich, die könnten resisten etc. Achso, apropos Aigra, ACC-Wert müsste schon ein bisschen höher sein als meiner. Ich glaube, meiner war 24%. Also der sollte schon ein bisschen höher sein, damit er es auch auf jeden Fall trifft. Ja, das Ding ist, er hat, glaube ich, von sich aus eine 75%ige Chance oder so auf den Skill. Ich bin mir gerade nicht 100%ig sicher. Aber es ist etwas, was... Er hat es schon mal... der Boss hat es schon mal bei mir resistet. Es kommt auch nicht so häufig vor. Aber in den meisten Fällen, wie gesagt... Wenn er da mal den zweiten macht, das ist das Problem. Die AI, das ist eher das Problem. Die AI ist teilweise einfach Kacke in der Hinsicht, ja. Die AI ist einfach teilweise dumm. Und deswegen ist es halt ein bisschen nervig, was das angeht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Weil er macht halt zu selten den zweiten Skill. Er macht halt eher den dritten Skill und den ersten Skill anstatt den zweiten. Und der zweite hat nur 2 Runden Cooldown, ja. Und Procken, wie gesagt, tut er so selten. Und wenn er prockt, er macht einfach nicht den zweiten Skill. Teilweise. Ja, es ist nicht immer so. Es ist aber... Ich habe es häufiger jetzt schon beobachtet. Ja, und das ist halt das, was mich einfach extremst... nervt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das nervt mich extremst. Aber da kannst du halt auch nichts groß machen. Das ist halt das Ding. Ja, die AI ist einfach teilweise für den Popo. Ja, weil ich habe sogar getestet, ganz am Anfang, was Aigar angeht, dass er... Ich habe den Boss hinterher unterbrochen. Nach 2-3 Runden habe ich ihn unterbrochen, wo er es immer noch nicht gemacht hat. Und er erstens hätte er einen Save ready haben müssen. Zweitens hat er ihn halt einfach nicht gemacht. Er hatte ihn ready nach 3 Runden oder so, wo er dran gewesen wäre. Ja, und nach spätestens bei der dritten Runde hätte er es ready haben müssen, weil, also so oder so machen müssen, weil der Cooldown sind nur 2 Runden. Und er hat es nicht gemacht, er hat einen Auto-Hit gemacht. 2 Attack Buffs hat, das ist jetzt, denke ich mal, nicht das große Problem. Deswegen, da denke ich, das ist schon akzeptabel, wenn man die dabei hat. Da ist so gesehen Attack Buff halt immer oben. Ja, wir haben noch so gesehen durch Aigar halt diesen Drain Life so ein bisschen. Ja, und ja, ist ganz cool. Ist ganz cool. Wie gesagt, das Team läuft so sehr safe, also 100% safe. Ich hatte bis jetzt, glaube ich, nur einen Run, wo ich verkackt hatte. Und das war wirklich, weil das war der Run, wo ich das gesehen habe, dass Aigar einfach nichts gemacht hat mit dem zweiten Skill. Nichts. Und das Problem ist, bei UG10 kommt man irgendwann nicht mehr durch diesen Schild durch. Ja, man kommt da einfach nicht mehr durch. Und deswegen ist es halt, was willst du da machen? Was willst du da machen? Da kannst du nichts machen. Das ist halt, aber das nervt mich halt. Das muss ich sagen, das ist nervig. Das ist einfach die AI-Sache. Die AI ist einfach Shit in der Sache. Ja. Speed-Teams in der Hinsicht, also Free-to-Play nochmal zurückzukommen. Attack-Lead kann man auf jeden Fall austauschen. Perna muss nicht sein. Perna ist halt nur praktisch wegen den hohen Attack-Lead. Plus, dass es ein guter Bruiser-Nuker ist. Ja, also ein guter Nuker ist. Und das macht es halt nochmal ein bisschen leichter. Ich weiß jetzt, wie gesagt, nicht, welche Monster alles einen hohen Attack-Lead haben. Ich weiß auch nicht, ob ein 33er oder ein 35er Attack, also so ein Lucian-Lead, reichen würde. Das habe ich auch nicht groß getestet. Aber ich kann mir vorstellen, dass es reicht. Aber das ist dann wahrscheinlich nochmal runenabhängig. Wenn man Fire Tower zum Beispiel Max hat, hat man es auch nochmal ein bisschen leichter. Oder wenn man generell alle Tower Max hat, also alle Elemental Tower, hat man es auch nochmal ein bisschen leichter, weil der Attack einfach nochmal da ist, macht es ein bisschen schneller. Ja. Aber safe kann ich jetzt schon mal sagen, wenn ihr wirklich ein komplettes Safe-Team haben wollt und euch die Zeit mehr oder weniger erstmal egal ist, kann ich mir auch vorstellen, dass halt, sagen wir mal, wir haben Lauren, Aigar und Fran,
Ja, und ihr nehmt am Ende einfach nur nochmal was mit, was halt einfach aushält. Einfach, ich sag mal, Tanky Bruiser. Ja, Tanky Bruiser, die so sehr tanky gebaut werden, aber auch ein bisschen Damage machen können. Ja, das ist so, denke ich, das Ding. Das Ding ist, sobald er die Buff-Sperre drin hat, macht der Boss nicht mehr viel. Ja, das Ding ist einfach, der Buff muss sitzen, zum richtigen Augenblick, dann einfach so gesehen nur noch warten und durch Lauren und Fran ist es einfach GG am Ende. Da passiert nicht mehr viel. Das ist es halt. Deswegen, dann danach ist einfach, ihr könntet ihr auch mit einem Aria vielleicht, sagen wir mal, Retash und Fang reingehen. Ja, das dauert einfach länger, aber es ist nicht ausschlaggebend. Wisst ihr, was ich meine? Es ist halt nicht ausschlaggebend. Und deswegen sage ich euch, das Wichtigste ist einfach diese Buff-Sperre. Wir schauen uns jetzt einmal gemeinsam an, wer diese Buff-Sperre machen kann. Ja? Und das sind, wir werden es jetzt sehen, es sind nicht viele. Weil ich hatte zuerst gesagt, Nisha könnte interessant sein. Warum Nisha? Weil sie ja auch das hat. Aber das Problem ist, wenn der Feind keine positive Effekte hat, verhindert er, dass er 2 Runden lang vorteilhafte Effekte hat. Das Ding ist, der hat immer vorteilhafte Effekte. Deswegen fällt Nisha da schon mal raus. Ja? Shivo und so würde ich nicht unbedingt nehmen. Mit Megan habe ich es zuerst versucht. Das hat nicht wirklich funktioniert. Ich weiß nicht, vielleicht sogar, ich weiß nicht, wie sie das hat. Sie hat das hier, also die hat dasselbe wie Megan. Könnte funktionieren, habe ich nicht ausprobiert. Bei ihm auch nicht. Argen, Pan würde ich nicht empfehlen. Ich weiß nicht, wie das mit Brick ist. Brick könnte vielleicht sogar tatsächlich interessant sein. Und ansonsten, natürlich, wer ein Kaddiz hat, GG. Also wer Kaddiz hat, easy. Kann ich jetzt schon, easy. Wer braucht dann schon den Lappen hier? Also, oder vielleicht sogar Raoul. Raoul tatsächlich auch, weil er kann ja, glaube ich, noch, der hat noch Escort und so ein Kram. Ne? Also, Raoul könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Also, wer die hat, easy. Nickel könnte, Zink könnte tatsächlich auch funktionieren. Gina weiß ich nicht. Da hier, er hier free to play, habe ich mich jetzt für ihm entschieden. Ja, aber wer jetzt hier zum Beispiel, Wonsa weiß ich nicht mal. Aber, Kaddiz und Raoul, wer die hat, ist safe GG, kann ich jetzt schon sagen. Das safe GG. Dann haben wir Wasserattribut, also Schaden an Wasserattributen bringt. Erhöht die Death um 3. Speed plus proportional zur verlorenen HP zu 3%. Das, ich weiß nicht. Ich stelle mir das ganz stark vor. Aber ich weiß halt nicht, ob es wirklich so stark ist. Das weiß ich halt nicht. Oh, da guck mal, da ging es nochmal rein. Also das war jetzt so das beste Jam, den ich jetzt bekommen hatte. Haben wir ja gerade gesehen. Den ich ja gerade bekommen habe. Und okay, jetzt nochmal in diesen Death-Wert reingegangen. Wobei also mir würde so eine kleine Erklärung fehlt mir hier. Death-Effekt. Heißt das, ist der Death-Buff, den man hat, oder Death-Wert, den man hat? Was erhöht sich da? Was erhöht sich da? Wenn das der Death-Buff ist, ich dachte vielleicht zuerst, ist das ganz, was ist das hier eigentlich? Umgravieren. Hier kann man halt, wie gesagt, die Eigenschaften ändern. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte den Death-Wert nicht haben, kann ich jetzt hier umwandeln und dann kommt da was anderes hin. Das ist ganz interessant, muss ich sagen. Aber okay. Gut, dann bin ich durch. Wie gesagt, die Fortress ist an sich nicht schwer. Das Problem ist einfach, ich habe übelste Probleme beim Punisher. Wie gesagt, da habe ich übelste Probleme. Und hier kriegt man ja dann die Angriffssachen. Ja, hier kriegt man ja die die Artefakte des Schaden etc. Sowas halt. Der andere hat halt nur die Attribute. Aber naja, gut. Ich bin durch. Ihr könnt mir gerne mal eure Teams schreiben, wenn ihr auch schon welche habt. Ja? Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, ihr habt einen angenehmen Tag. Haut rein. Tschüss.